Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Pixel Piracy. Heute ist endlich mal wieder ein Tag, wo es ein bisschen kühler ist in Deutschland. Die Zimmertemperatur bei mir ist von etwa 31 Grad auf 25 Grad gesunken. Das heißt, ich kann endlich mal wieder vernünftig aufnehmen und deshalb ja, geht es heute ein bisschen weiter auch mit Pixel Piracy. Bevor wir allerdings weiterfahren, möchte ich ein bisschen Feedback geben zu den Sachen, die ihr in die Kommentare gepostet habt. Und zum einen hat, ich vermute es heißt Razer, also mit R423R geschrieben, sehr liedlastig, hat gemeint, dass es in Pixel Piracy mittlerweile Toiletten gibt und es gibt auch Toilettenpapier, was ganz praktisch ist. Kann ich mir sehr lustig vorstellen, wenn wir dann hier irgendwann mal so ein kleines, unser Schiff ausbauen und so einen sanitären Bereich einbauen mit Toilettenschüsseln. Und es soll wohl auch Guardposts geben, wo man ja, bestimmen kann, wo die Crewmitglieder hingehen. Das finde ich ganz cool. Also danke für die Information, das ist ganz cool. Dann wurde ich gefragt von Forgrim, ob ich, wenn ich Bewerbungen bekomme, ob ich die mir rausschreibe oder ob man die Bewerbung immer wieder neu in die Kommentare schreiben muss. Ich schreibe mir die natürlich raus. Also ich habe eine Liste mit allen Bewerbungen, die eingehen und da, also ihr müsst es nicht immer wieder neu posten. Wenn ihr aber natürlich was Neues posten wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber ich schreibe mir Bewerbungen generell raus. Dann finde ich es sehr schön, dass sich mittlerweile drei von unseren alten Crewleuten, Crewmitgliedern gemeldet haben. Zum einen Jack Silverman hat sich gemeldet. Er hat auch gesehen, dass wir ein neues Team suchen und möchte sich wieder uns anschließen. Er möchte sich eben als erster Mat bewerben und wieder mit seiner Flintlock-Pistole den Feinden das Fürchten lehren. Und ja, würde sich freuen, wenn er dabei ist. War zwar dumm wie Stein damals, aber hat mittlerweile anscheinend in der Piratenabendschule sein Piratenabitur nachgeholt und möchte uns nun wieder folgen. Also, finde ich schön. Dann hat sich auch Titus Groh gemeldet. Er hat gemeint, dass, ja, er erinnert sich nur sehr daran, dass wir über die Meere zusammen geschippert sind und dann aber halt unsere Gruppe aufgelöst wurde. Das fand er schön und er würde sich eben freuen, wenn er wieder dabei sein kann, weil er hat ja damals geangelt und würde sich sehr freuen darüber und wieder dabei zu sein. Und auch Angel Alex hat sich gemeldet. Er hat gemeint, ja, falls wir ihn wieder brauchen, er wäre wieder gerne Angler, aber er hat sich auch verändert und er möchte wieder anheuern. Und ja, was ich auch lustig, er hat geschrieben, er freut sich auf seinen alten Captain wiederzusehen und ja, etwas von seiner Frau Abstand zu gewinnen. Also, das ist ein Grund, ja, da kann man drüber reden. Also, ich finde schön, dass ihr geschrieben habt. Ich gehe davon aus, dass wir bald ein neues Crewmitglied kriegen wieder und dann kommt mal wieder einer von euch dazu und ansonsten schauen wir weiter. Gut, und dann habe ich euch ja gefragt, was machen wir denn hier mit unseren blinden, blinden Piraten. Ich habe euch gebeten, wer diesen übernehmen möchte, sollte doch mal sich schreiben. Da ist mir die Entscheidung recht einfach gemacht worden, denn es hat sich nur einer gemeldet und dann hat der hat gemeint, also Schlingman hat sich dafür beworben und hat gemeint, was ist fies, einen Blinden ins Kino zu schicken? Was ist fieser, wenn im Kino ein Stummfilm läuft? Was ist am fiesesten, wenn der Pirat nach mir benannt wird? Darum bewerbe ich mich darum. Genau. Und deshalb Schlingman. Hallo Schlingman, du bist unser blinder Pirat. Ich bin sehr gespannt, was wir aus dir machen. Vielleicht wirst du irgendwann mal Kloputzer. Wer weiß das schon? Genau, und das haben wir jetzt gemacht. Wir sind, glaube ich, immer noch hier ganz weit drüben. Genau, da waren wir auf Schatzsuche. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo wir hin müssen. Das ist ein bisschen blöd jetzt, weil ich nicht einfach hier hinklicken kann. Deshalb fahren wir jetzt einfach mal dahin zu diesen Piraten und erleben ein bisschen Action. Was ich übrigens auch sehr, sehr cool finde, wenn man in die Kommentare schaut. Angel Alex hat ja was geschrieben, so, hey, ist es schön, wieder schön mit dabei zu sein. Und Titus hat dann ihm geantwortet und hat gemeint, ja, weißt du noch, wie es damals war, wie wir zusammen auf dem Schiff geangelt haben, während die anderen die Feinde zermetzelt haben. Ach, war das eine schöne Zeit. Also ich finde es sehr cool, dass ihr jetzt mittlerweile schon in den Kommentaren miteinander redet und kleine Geschichten einbaut. Das finde ich sehr, sehr lustig. Ja, macht das weiter so. Finde ich wirklich cool. So, also Piraten. Das ist wohl ein Level 1 Pirat. Naja, da gehen wir mal. Da gehe ich mal hin. Ich schau mal, ob ich ihn mit der Schaufel kaputt kriege. Zack.
Zack. Also, es ist eine sehr starke Schaufel. Sehr cool. Und, oh, wir haben schon wieder eine Schatzkarte gefunden. Was jetzt natürlich interessant wäre, man kann ja wirklich, also man kann ja mit der Schaufel Schätze finden. Kann man die immer noch finden? So, dann fahren wir mal hier weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Aber auf alle Fälle in Richtung Osten weitersegeln. Ja, kann man diese Schatzkisten eigentlich immer noch finden? Oder muss man die jetzt nur noch mit diesen Schatzkarten finden? Das wäre eigentlich auch mal ganz interessant zu wissen. Ich sollte mal runtergehen. Hier oben ist mir zu nass. Ach ja, fällt mir noch ein. Zocker hat auch noch was in die Kommentare geschrieben, hat gemeint, es gibt mittlerweile Steckbriefe und die kann man anscheinend in den Städten finden. Da stehen dann Leute rum oder so. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber es gibt auf alle Fälle Steckbriefe und das hat er sich sehr in der ersten Staffel gewünscht, was sehr cool ist. Wo ich ihm prinzipiell absolut recht gebe. Hab vergessen, dass wir weiterfahren müssen. So, da unten. Ich habe komplett den Überblick verloren. Explored, das war... Explored, das nicht explored. Fahren wir jetzt hier hin? Na doch, hier explored. Müssen wir jetzt hoch? Doch, wir fahren hier hin und dann nach oben. Das heißt, jetzt kommt eine neue Insel. Sehr gut. Ja, also Steckbriefe hat er gemeint, eben das war ein Feature, das hat er sich sehr gewünscht und stimme ich ihm zu, das passt natürlich sehr gut zum Thema Pixel Piracy, also quasi so ein Kopfgeldauftrag. Auf der anderen Seite ist mir dann aufgefallen, in der ersten Staffel hatten wir ja sowas eigentlich in der Art schon mal, also wir hatten Kopfgeldaufträge im Grunde, allerdings nicht in Form von Steckbriefen. Aber ich bin mal gespannt, wann wir den ersten finden, vielleicht hat sich da wirklich einiges verändert, das weiß ich jetzt natürlich nicht auswendig. Beziehungsweise, woher soll ich es wissen? Ich habe es ja noch nicht gesehen. So, neue Insel. Da ist nichts. Da ist nichts drauf, aber so ein bisschen Krabbenzeug. Das ist interessant. Okay. Das macht nichts, dann gehen wir trotzdem hin. Ich schicke mal meine Kollegen hier zum Oystershell kaputt machen und ich buddel einfach mal hier. Oh, ich habe nichts gefunden. Das ist schade. Dann warte ich mal, vielleicht finde ich ja noch was anderes. Aber hier ist ja echt nichts. Nur das Tribal Hook, da kommen jetzt wahrscheinlich, wenn das doch schon eine Insel, eine leere Insel ist, dann erwarte ich nichts Gutes dabei. Ja, vielleicht sollte ich doch mal was anderes ausrüsten als die Schaufel. Aber die ist gar nicht schlecht, gell? Zumindest gegen Krabben. Ach, das ist eine Spinne. Guck mal an. Warum kann ich die jetzt nicht kaputt machen? Attack. Spinne. Ja. Okay, dann geht's halt nicht. Ist mir jetzt egal. Ist ja nur eine Spinne. Dann mache ich jetzt diese Kiste hier auf. Nicht Carry. Carry ist blöd. Interagieren. Interagieren macht mehr Sinn. 40 Gold ist drin. Schlingman ist schon Level 22. Also er holt eigentlich ganz gut auf. Probier's nochmal mit dieser Spinne da. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dieser Spinne machen soll. Aber ich rüste jetzt... Ne, ich buddel jetzt erst nochmal hier. Haha, ich habe eine Rumflasche gefunden. Naja, immerhin. Und jetzt hole ich mir schnell mein Falcon Blade Vaskel. Genau, das hatte ich. Denn Tribal Hooks sind meist gefährlich. Crew geht mal auf die andere Seite. Wer weiß, ob wir flüchten müssen. Interagieren. Oh, da sind die fette Äxte, da sind die fetten Äxte. Genau diese fetten Äxte möchte ich haben. Yay! Coole Sache. Jetzt bluten wir natürlich wieder wie blöde. Das kennen wir schon aus dem ersten Teil. So, haben wir jetzt von diesen Äxten was bekommen? Ich hoffe doch sehr. Ich gucke gleich mal nach. Ich liebe diese Äxte. Nicht eine Axt haben wir bekommen. Das ist enttäuschend. Das ist sehr enttäuschend. Droppen die jetzt etwa nicht mehr? Naja, egal. Lassen wir die Spinne und gehen zurück. Damit ist diese Insel abgeschlossen. Schade. Ich hoffe wirklich, dass die... Also in der ersten Staffel haben wir von diesen Äxten Unmengen bekommen. Weil so gefühlt jeder von denen eine gedroppt hat. Bisschen übertrieben, aber so gefühlt.
Und jetzt haben wir gar keine. Das ist sehr schade. Ich liebe diese fetten Äxte. Die sind cool. Gut, nächste Insel. Oder? Ist es eine Insel? Ja, wir fahren jetzt wieder nach Norden. Darnell. Ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen. Oh, Nebel. Wir haben Nebel. Nicht schönes Wetter. Gar kein schönes Wetter. Schlingman. Wir können natürlich mal wieder ein bisschen leveln. Skev hat 10 TP zu verteilen. Dann machen wir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Also wieder mal schön in die Intelligenz. Hier mache ich mal genau das Gleiche. Und Schlingman. Schlingman, du darfst mir mal in die Kommentare schreiben, was du so machen möchtest. Vielleicht kann ich es ja berücksichtigen. Ich habe dir jetzt momentan Stärke und Vitalität gegeben. Ich denke, eine Fernkampfwaffe macht für dich nicht viel Sinn. Aber ich vermute, dass wir dir eher Aufgaben an Bord des Schiffes geben. Langfristig. Fischen könntest du? Kochen? Weiß nicht. Ein blinder Koch? Macht das Sinn? Eigentlich nicht, gell? So, Mistwetter, Campfire, jede Menge Tiere. Was haben wir da? Ein Hund. Hunde haben wir hier. Okay, sehr schön. Da kommt der erste Hund und greift uns an. Arme Hunde. Aber das sind auch böse Hunde, die greifen mich an. Also daher bleibt mir keine andere Wahl. So, kommt mal ans Campfire. Dann können wir unsere Moral ein wenig aufladen. Kommt her. Juhu. Ja, okay. 10% ist natürlich ein bisschen wenig. So, interagieren, Kiste aufmachen, Bottle aufrum. Ich bin, wie gesagt, wirklich sehr gespannt jetzt auf unsere nächste Tour. Also, wenn wir auf der Landkarte einen Ring weiter außen fahren, da sind komische Sachen, habe ich schon gesehen. Momentan ist es mir so Fleißarbeit. Einfach die Sachen abernten. Ich weiß nicht, spielt ihr eigentlich Pixel Piracy selbst? Jetzt kommen wir ein bisschen ins Englische. Spielt ihr das Spiel selbst oder schaut ihr das nur an? Und wenn ihr es spielt, wie spielt ihr es? Spielt ihr es auch so ähnlich wie ich, dass ihr erstmal so im Kreis immer die neuen Gegenden erkundet oder fahrt ihr einfach irgendwo lang? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich glaube, ich habe es im letzten Teil ja schon mal gesagt. Ich bin so jemand, ich kann irgendwie, egal welche Art von Spielen, ich will Karten irgendwie komplett aufdecken. Auch so bei Diablo 3 oder auch Diablo 2 schon. Man kann einfach durchlaufen im Grunde durch die Gegend, aber irgendwie will man es doch aufdecken. Und naja. Ist halt so. Bei mir zumindest. Immer dieses Gefühl, ich will nichts verpassen. So, eine Level 2 Insel, da sind wieder neue Piraten. Merle Pulios, Jules Winnie, Salvatore Fattorini? Ein italienischer Pirat. Ja, egal. Au. Habe ich den one-hitted? Geil. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen stärker geworden. Wenn meine Crew nicht so langsam wäre, dann könnten die auch noch ein bisschen helfen. So, cool. Okay, dann haben wir hier wieder eine Tribal Statue. Da haben wir gleich nochmal zwei Stammesmitglieder. Stammesmitglied Nummer 1 und Stammesmitglied Nummer 2 sozusagen. Aber die waren jetzt auch kein großes Problem. Haben wieder mal ein Elixier bekommen. Nächste Kiste öffnen. Was ist da drin? Ein Küchenmesser. Das ist schön. Und eine Kiste. Da war nichts drin. Gibt aber Gold. XP. Gut. Und zurück ans Schiff. Zurück an Bord. Ich möchte jetzt in diesem Teil einfach noch ein bisschen nach vorne fahren. Diese Runde eben erkunden. Ja, Level 32 ist Kev jetzt schon. Ich also genau dasselbe Level. Ich finde das echt cool, dass man auch jetzt mittlerweile wirklich passiv levelt. Das hat was. Was habe ich da gerade gesehen? Scurvy. Okay, ich muss mal wieder. Meiner einer muss schon wieder Früchte essen. Das kriege ich jetzt aber gerade so noch hin. So, weiter nach Norden. Warum ist da ein Fragezeichen? Ich glaube, ich fahre falsch gerade. Ach, ist egal. Fahren wir einfach weiter nach Norden. Ich möchte die Karte weiter aufdecken.
jede Menge Piraten. Ich möchte wirklich mittlerweile mal... Oh, Scav hat Cleaning sich verbessert, das finde ich auch gut. Also, säubern vom Schiff. So, ich bin, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung mehr. Voll vergessen. So, da sind jede Menge Spinnen auf dieser Insel. Das sollte jetzt kein Problem werden, also die paralysieren wieder. Also wie gesagt, momentan finde ich es relativ schade, weil ich noch nicht so wirklich was Neues mitbekommen habe. Also jetzt so wirklich neue Features seit dem letzten Patch. Aua. Böse, böse. Da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß aber, dass es jede Menge Zeug gibt. Ich weiß jetzt halt nicht, ob wir einfach Pech haben oder ob es die einfach nur ein bisschen weiter außerhalb gibt, weil wir uns momentan einfach noch im zu einfachen Bereich... Oh, da sind wieder Stammesmitglieder mit den Äxten. Bitte droppt eine Axt. Ich will eine Axt haben. Ich will eine Axt haben. Nein. Wieder nicht. Also anscheinend kann man die nicht mehr aufsammeln. Das fände ich sehr schade. Muss ich zugeben, fände ich sehr, sehr schade. Ja, vielleicht sind die neuen Inhalte auch einfach ein bisschen weiter außerhalb von unserem Radius gerade. Was durchaus möglich ist. So, next. Oh, da ist eine Stadt. Da ist eine Stadt. Das ist ja perfekt. Dann gehen wir mal dahin. Warum habe ich diese Stadt noch nicht, das hier noch nicht explored? Das verstehe ich gerade nicht, aber... Weil hier waren wir ja schon mal. Egal, wir gehen jetzt erstmal zu der Stadt. Ich bin sehr gespannt, was es da gibt. Vielleicht eine neue Taverne mit spannenden Leuten. Und dann würde ich sehr gerne einen unserer alten Leute einen Platz geben. Jetzt schauen wir mal. So, jetzt sind wir hier. Da unsere Crew jetzt schon an Land stürmt, glaube ich, sie sehen eine Taverne. Waffen, Food, eine Taverne. Guckt mal an. Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Dann schauen wir uns da mal um. Hinten sind noch jede Menge Oyster Shells. Da gehe ich jetzt erstmal ganz schnell hin und mache die kaputt, weil da sind Wertgegenstände drin. Die können wir gleich verkaufen. Und die beiden anderen dürfen gleich erstmal in die Taverne gehen und ein bisschen feiern. Da sind jede Menge Piraten. Einer von denen könnte bald uns gehören. So. Also erstmal diese Dinger da kaputt machen. Zack. Genau, da sind nämlich dann jeweils eine Oyster Shell drin und die können wir direkt verkaufen und das gibt Geld. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass das Schwert relativ schnell schlägt. Denn... Ja, muss man nicht so warten. Da erinnere ich mich noch sehr an die Axt eben. Also so gut die Axt ist, die ist natürlich relativ langsam. Die macht aber dafür halt sehr viel Schaden auf einmal. So, ich gehe jetzt erstmal in den Waffenshop und schaue mir an, was es da gibt. Vielleicht eine Axt, das wäre jetzt sehr lustig. So, was haben wir denn hier? Ein Fishing Rod. Und noch eine Schaufel. Ein Katar. Eine Doppelaxt. Ist das, das ist so ähnlich, ja. Aber das ist nicht die fette Axt, die ich mir gerne wünsche. Und das ist auch eine Axt, auch nicht die, die ich mir ursprünglich gedacht hatte. Und 20% Chance, dass es blutet. Ja, ich... Ja, 40 DPS, also Damage per Second, aber was bringt's mir? 40? 4, 4 natürlich. Und die macht 5,58, die ist schon mal deutlich stärker. 50% Chance, um den Attack Damage zu erhöhen. Okay, das ist ganz cool. Jetzt verkaufe ich erstmal das Zeug, was ich hier nicht mehr brauche. Die Schaufel brauche ich natürlich, das verkaufe ich besser auch nicht. So. Also da sind zwei Äxte drin, die merken wir uns. Hier gibt es Essen, das heißt, ich kann hier leider auch nichts verkaufen. Aber ich kann mal ein paar Früchte einkaufen. Fleisch müsste man erst kochen, bringt mir gerade noch nicht so viel. Oh, schon wieder ausverkauft. Und mal noch so ein bisschen Seabiscuits, okay. Und leider kann ich mein Zeug jetzt nicht verkaufen. Das macht aber nichts. Und dann gehen wir jetzt in die Taverne, schauen uns mal um, was es hier gibt. Hui! Ah, guck mal, da, die sind doch ganz cool und sind gar nicht so teuer, das finde ich ganz gut. Ein Councilman, ein Cobbler. He was an up-and-coming Boxer. Oh, der ist natürlich, der hat was.
hat nicht so hohe Startwerte, aber ein Boxer ist natürlich cool. Genau. Die anderen haben mir jetzt eher da. Er war ein Wrestler. Jetzt muss ich mal ganz kurz in meine Liste schauen. Und ich würde fast vorschlagen. Ich möchte fast vorschlagen. Ich mache jetzt mal was ganz anderes. Ganz wie geplant. Ich hole zwei Piraten. Und zwar zwei für unsere alte Crew erstmal. Und Jack Silverman hat ja geschrieben. Was hat er geschrieben? Was hat er geschrieben? Er war in der ersten Staffel so stark, dass er ein Pferd zu Boden wresteln kann. Und ich finde, das passt dann super zu dem Wrestler, oder? Ich finde, Ike Oray wird Jack Silverman wieder. Den kaufen wir. Und schauen wir uns direkt an, was er so ist. Guck mal, Jack, du siehst sehr lustig aus. Und so, schauen wir mal. Also ich schreibe jetzt erstmal hier rein, Jack Silverman. Das bist du. Mal ganz kurz weg, damit die Schrift auch groß ist. Und er ist abenteuerreich. Dieser Pirat ist am glücklichsten, wenn er neue Schätze aufmacht. Er ist dick. Also Jack, du bist ein bisschen dicker geworden, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Echt Wahnsinn. Und his belly bugs. Cool. Ja, und er war eben Wrestler und er hat seine Freizeit eben immer in Tavernen verbracht, um an illegalen Kämpfen teilzunehmen und ja, wollte dann eben Pirat werden für einen sicheren Lebensstil. Finde ich auch sehr cool. Also Jack Silverman, du bist wieder da und du wolltest unbedingt wieder deine geliebte Flintlock-Pistole haben. Ich glaube aber, da haben wir gerade keine. Oder haben wir hier da zufällig gerade eine Flintlock-Pistole gesehen, hier bei den Waffen? Leider nicht. Okay. Aber das macht erstmal nichts. Du hast ja momentan eine kleine Waffe. Dann wirst du auf alle Fälle erstmal diese Waffe behalten. Und ansonsten kann ich dir leider gerade nichts anbieten. Das ist doof, aber ist halt so. Genau. Und du hast auch keine TP. Du musst sehr, sehr viel leveln. Das ist das Problem. Wir müssen echt tierisch aufpassen auf die Items. Also zum Beispiel, wie gesagt, schwimmen wäre jetzt praktisch. Sniper Shot. Bigger Range, Weapon Range. Das kriegst du dann schon mal direkt. Weil wenn du mit deiner Flintlock-Pistole rumschießt. Genau, dann kriegst du Fast Learner. Das ist auch gut. Oh, wir haben Segeln, Map Reading, Fishing, Cooking, Ace. Okay, das bringt mir nichts. Okay, mehr kann ich gerade leider nicht für dich tun. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Und jetzt, ja, habe ich die große Wahl zwischen Titus Crow und Angel Alex. Ich muss, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was wir machen. Was kontextmäßig natürlich passt, was er geschrieben hat. Aha, nee, passt nicht. Naja, ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Taverne rein und suchen uns den zweiten aus. Und ich würde sagen, ein Councilman klingt doch lustig, oder? Der hat einen Startwert von 14, ein Cobbler. Aber der Boxer ist natürlich auch lustig, gell? Will einer von euch Boxer werden? Würde das Sinn machen? Aber ihr seid ja eigentlich beide Angler, gell? Das ist, okay, ich werde jetzt erstmal werde ich auswürfeln, wer von euch beiden, ich habe hier wieder einen Würfel, und ich werde jetzt auswürfeln, wer von euch beiden das zweite neue Crewmitglied wird. 1 bis 3 wird Titus werden, und 4 bis 6 wird Angel Alex werden, und es ist eine 3. Also ist es Titus Crow. Angel Alex, tut mir leid, wir haben dich noch nicht gefunden, wo auch immer du wartest. Also ich kriege nur deine E-Mails. Und ich würfel jetzt einfach nochmal und ich entscheide mich zwischen Stephen Wyners 1 bis 3 und Ross Kearns oder Kearns. Das wird auch eine 4 bis 6 werden, und es ist eine 4, also nennen wir Ross Kearns. So, den haben wir, und das wird jetzt eben Titus Crow. Und schauen wir mal, was du so kannst. Bist auch Level 5 erst.
Titus Gro. So. So, und du bist ein Führer. Dieser Pirat kann, Verantwortung übernehmen und egal wie, also so in den Triumph. Du bist gut gebaut. Du trainierst anscheinend sehr viel. Und Cobbler. Shoes Wearersman Profession. Also Schuhmacher. Cobbler. Muss ich mal ganz kurz gucken. Schuhmacher. Cobbler. Cobbler. Das ist dieses Schulenglisch. Die wichtigen Wörter kennt man nicht. Cobbler. Schuster. Genau. Schuster. Also Schuhmacher. Und wir können jetzt endlich Schuhe. Du kannst. Also neben Angeln kannst du jetzt auch Schuhe machen. Das finde ich doch praktisch. Und du kannst Schiffe reparieren. Guck mal. Das ist sehr praktisch. Sehr cool. Sehr cool. Ich muss bei euch aber sehr, sehr aufpassen. Weil ihr seid jetzt Level 5 und das ist nicht viel. Und deshalb gehen wir jetzt mal ganz schnell zurück. Also, unsere Crew ist gewachsen. Wir sind jetzt 5 groß, sozusagen. Oh, ich gehe doch jetzt doch nochmal in die Waffen rein. Macht es auch noch Sinn, hier irgendwas für einzukaufen? Finden wir irgendwas Tolles? Die Doppelaxt kann ich mir jetzt leider nicht mehr leisten. Ne, dann spare ich mir das Geld erstmal. Die Doppelaxt hätte ich mir jetzt geholt, aber ich war irgendwie jetzt mehr darauf, unsere Crew zu vergrößern. Und ja, willkommen. Titus, so siehst du übrigens aus. Du hast auch eine sehr interessante Frisur mittlerweile. Hier sieht man sehr schön. Hier sieht man dich auch in groß. Also, ihr habt euch ein bisschen verändert. Also, habt ihr... Also, Jack hat nicht abgenommen, das wissen wir schon mal. Aber, okay. Gut. Dann werde ich erstmal Titus in die Trainingsgruppe packen. Genauso wie Jack Silverman. Damit die ein bisschen schneller leveln. Und wie ich würde sagen, wir fahren jetzt trotzdem noch eine Runde. Das sind schon wieder komische Icons. Viking. Das sind Wikinger. Okay, wir treffen auf Wikinger. Das ist natürlich lustig. Also mich irritiert es, dass ich diese Insel hier nicht explored habe. Die ist explored, die nicht. Das irritiert mich. Und deshalb fahren wir erstmal hier rüber zu den Level 2 Piraten. Wir werden auf Wikinger treffen. Eben habe ich mich noch beschwert, dass ich keine neuen Inhalte finde. Und jetzt treffen wir auf Wikinger. Wie cool ist das denn? Habe ich noch nie... Hat man das irgendwie schon mal gesehen in Filmen oder Spielen, dass Wikinger gegen Piraten kämpfen? Sehr interessant. So. Also, hier, unsere Level 2. Das ist ein großes Schiff. Piraten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal geschlossen rüber. Mit blinden Piraten, mit alten Piraten und mit mir. Genau. So, alle rüber. Guck mal, was das ist hier. Teamwork. Ja, alle gleichzeitig nach drüben. Es wird direkt auf die Piraten geschossen, die da unten sind. Meine Damen und Herren, unglaubliches Gemetzel hier. Zock, zack, ein Pirat ist schon tot. Der zweite ist auch tot gleich. Zack. Und den dritten habe ich gar nicht gesehen, wie er gestorben ist. So, na, wie fühlt sich das an, Titus und Jack? Endlich wieder kämpfen, ne? Das ist gut. Und diesmal könnt ihr auch ein bisschen kämpfen. Nicht nur angeln. Also ich möchte euch ein bisschen, solange wir noch nicht wirklich fischen. Halt, da unten ist noch Geld. Möchte ich euch noch ein bisschen mitkämpfen lassen. Ich meine, macht ja Sinn. Und jetzt plündern wir dieses Schiff. Und haben 164,50 Gold bekommen. Das ist sehr gut. Und jetzt möchte ich aber diese Insel doch noch anschauen. Wir werden danach wieder hier hochfahren. Wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, die haben wir ja alle schon. Es wundert mich nur sehr, dass wir diese Insel noch nicht haben. Und das wird dann auch das Letzte sein, was wir in diesem Teil machen. Und ja, super. Steht alle oben. Kriegt alle schlechte Moral. Ganz brillant. So, schön runterstellen. Also wir werden uns ein überdachtes Piratenschiff bauen müssen, weil die sonst die ganze Zeit im Regen stehen. Das ist brillant. Gibt's Regenschirme? Regenschirme als Item wäre natürlich lustig. So ein roter Regenschirm, so ein Pirat und dann noch einen roten Regenschirm. Wobei bei Fluch der Karibik wissen wir das ja, dass Piraten auch mal Regenschirme anhaben. So, und ich muss jetzt wirklich ein bisschen aufpassen auf unsere beiden neuen alten Mitglieder, denn die sind natürlich noch sehr anfällig gegen Schaden. Also ich hoffe, dass es... Was ist jetzt?
Er möchte schon wieder. Wir haben schon wieder jemanden gefunden. Clayton Blanche is asking to spare his life. Sein Leben zu verschonen, würde ich das jetzt mal frei übersetzen. Haben wir noch einen? Haben wir noch einen? On it, machen wir. Komm, wir verschonen sein Leben. No rest for the wicked. Und jetzt haben wir noch einen Piraten. Oder? Nee, haben wir nicht. Okay, diesmal das ist ja langweilig fast. Okay, das heißt, wir haben ihm jetzt das Leben gerettet, sozusagen. Ihn nicht getötet, aber er ist nicht unserer Crew beigetreten, sondern ist jetzt weg. Okay, ist halt so. Passt, meinetwegen. Interagieren. Da ist Gold drin, Auto-Elixier und Small-Elixier. Und dann haben wir noch das Tribal-State-Ding hier. Und da gab es TP. TP finde ich ganz gut. Dann können wir ganz schnell noch ein bisschen TP verteilen. Skev hat 5 Punkte übrig. 2 hier rein, 3 da rein, damit du noch schneller levelst. Meine Wenigkeit, ich bin immer noch... ich muss mal wieder Vitamine essen, deshalb ist hier gerade alles rot. Aber ich habe 7 Punkte zu verteilen. 1, 2, 1, 2 und den Rest hier rein. Schlingman hat 9 TP mittlerweile. So. Und jetzt kriegst du auch mal ein bisschen Vitalität und Stärke. Titus hat jetzt einen. Dann hauen wir das erstmal in Intelligenz rein, damit ihr etwas schneller levelt. Genau. So, sehr gut. Dann ist diese Insel abgeschlossen und auch unser heutiger Teil von Pixel Piracy. Haben doch einiges erlebt. Wir haben gesehen, hey, es gibt Wikinger. Da freue ich mich sehr drauf, wenn wir auf die stoßen, muss ich zugeben, aber ich möchte jetzt noch nicht direkt hin. Wir haben 2 neue Leute, 2 alte Mitglieder, damit fühlt sich das Ganze schon ein bisschen heimischer an, muss ich zugeben. Angel Alex haben wir irgendwie noch nicht gefunden, er ist auf irgendeiner Insel, wir werden ihn sicherlich irgendwann finden. In irgendeiner Taverne wartet er, ich bin mir sicher, dass wir ihn irgendwann finden werden. Und damit verabschiede ich mich, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!